Vielen Dank. Dankeschön. Not for you, for Linda. Okay. Hello. Nice to meet you. May I take your husband with me? Yes? Okay, thank you. Hi. Hi. Paul. Good, good. Nice to meet you. Paul McCartney. Good. Danke schön. Er spricht sogar Deutsch. Ja, sag mal gut. Ja, sag mal du. Kommst du mit mir? Ja, ja, okay. Guck mal einmal mit der Kamera dahin. Guckt euch das mal an. Ja. Hello there. Ist das schön? Okay, should we go now? Okay, okay. Danke. Danke schön. Warte. Okay. Ja, ja. Alles okay. Gut. Toll. Nimm Platz. Hallo. Hallo, how are you? Katharina Valente. Katharina. Guten Abend. Guten Abend. Uwe Ochsenknecht. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Okay. Nimm Platz. Hier? Ja, ja. Das Good. Ist so Thanks. Toll, dass du ein bisschen Deutsch sprichst. Meine erste Frage wäre gewesen, kannst ja. du etwas Deutsch aus der alten Zeit vom Star Club in Hamburg? Ja, nur ein klein bisschen von Hamburg. Ja. Und schlechter wurden. Ja. Ja, schlechter wurden. Nicht so gut, aber... Aber es ist sehr gut. Ja. Das ist für mich sehr hilfreich, denn ich kann ganz wenig Englisch. Ich habe ein bisschen gelernt im Schule. Ja. Ja, als klein, ganz klein Junge. Ja, als du artig in der Schule warst. Dein neuester Titel, den wir jetzt gehört haben, also über die Beatles zu reden, über Wings zu reden, da sind alle Fragen, glaube ich, gestellt. Das ist schön, dass du da bist. Ich kann gar nicht so richtig, kann mich nicht so richtig formulieren, weil ich so aufgeregt bin. Aber ich versuch's jetzt mal. Okay. Hope of Deliverance, Hoffnung auf Erlösung. Ja. Wovon möchtest du erlöst werden, Paul? The words of the song say, from the darkness. Es geht darum, dass man erlöst wird von der Dunkelheit, die einem umgibt. Dunkelheit. Die Dunkelheit, wie gesagt. Davon wollen wir erlöst werden. Ja, diese müssen wir überwinden. Sweating. Schwitzen. Ja. Ja, ja. Darf ich mal eben? Ja, ja, bitte. Okay. Okay. It's all right. Yes, okay. Yeah. Oh, good. Thank you. Thank you. Yes. Excuse me. Ja. Right. Diese eine Seite noch. Ist gut, ja? Stört mich eben. Oh, very good. Ja, ja. All right. Ist ganz heiß. Ich nehme das als Erinnerung mit. Ja, okay. Gleich ist es. Entschuldigung. Ja, ja, ja. So, du hast... listening to a little man in my ear. Ja. Hör da dem kleinen Mann zu. Ja. Da hört ein kleiner Mann zu, ja. Ja, ich habe einen Mann in my ear, ja. Ja, schön. Sehr gut. Sag mal, du lebst sehr, sehr gesund. Nach all den wilden Zeiten, die du durchlebt hast, lebst du sehr gesund. Ihr lebt auf dem Land. Ja. Ist das korrekt? Mit deiner ja. Frau Linda. Ja. Und esst streng vegetarisch. Ja. Ja, für 20 Jahre. Seit 20 Jahren. Mhm. Überhaupt kein Fleisch? Überhaupt, ja. Gar nichts? Nein. Nicht mal heimlich? Nothing with a face. Nichts mit einem Gesicht sozusagen, kein Tier. Ja, das ist eine Auffassung. Es begann. Do you want to come in? So, vielleicht. Nee, wollen Sie hier rüberkommen? Nein, das mache ich. Mach ja selber. Okay. Flying things here. Guck hier, das ist für dich. Kannst du auch behalten. Okay, ach, nicht da, hier, du sollst das hier hin machen. So. Yeah. Oh, ist okay. Is this the makeup show? Ja. Sehr gut. Ich mache so ein bisschen mit, ne? So, mache so. Okay. Ich habe gehört, dass selbst dein Hund vegetarisch ist. Fällt dem das schwer? Yes, this is true. Ja, das stimmt tatsächlich. Der Hund ist auch Vegetarier. Ja. Ja? Und was ist der? He's a very healthy dog and he eats, er ist ein sehr gesunder Hund. Dog food er and, ist nur vegetarisch, wie gesagt. Er hat gerade sechs kleine Hündel bekommen. Yeah. It's a new idea. Ja. Neue Idee, was ganz Neues. Ich hatte gedacht, dass du vielleicht dann doch mal, wenn Linda aus dem Haus ist, ganz heimlich mal einen Hamburger essen gehst oder sowas. Ja. Yeah, people think she's das denken die Menschen oft von uns. Sie glauben, dass sie die Vegetarin ist und ich esse insgeheim Fleisch. Aber das stimmt nicht. Wir essen seit 20 Jahren nur vegetarisch. Begonnen hat das, als wir damals Lamm gegessen haben. Wir gucken aus dem Fenster und wir sahen selbst Lämmer da draußen. Und wir haben gesagt, wir geben es auf, wir machen es nicht mehr. Ja. Diese eine Frage, die ich zum Thema Beatles stellen möchte. Es gibt ein Gerücht, in Amerika soll es eine TV-Serie geben,
in der die Beatles wieder auftreten sollen. Ja. Julian wird seinen Vater dort vertreten, so sagt man zumindest. Ist das wahr oder wie viel ist daran wahr? Nein, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Die ganze Geschichte ist deswegen aufgekommen, weil wir wahrscheinlich ein bisschen Hintergrundmusik spielen werden für eine Dokumentarsendung, die es in England geben wird, über die Beatles im Fernsehen. Wir werden also wahrscheinlich hier ein bisschen Musik spielen zusammen. Wir gehen aber nicht auf Tournee, gar nichts. Aber wir spielen vielleicht wieder zusammen mal für diese Sendung. Und das Ganze ist ein bisschen aufgebauscht worden. Es ist keine echte Reunion. Es ist ein bisschen wahr, wie an allen Gerüchten, und alle Fans können etwas hoffen vielleicht. Ein kleines bisschen hoffen. Ja, richtig. Aber wir wollen die Beatles nicht irgendwie wieder ins Leben rufen. Das kann man gar nicht mehr wiederholen. Aber ein bisschen Musik zusammenspielen wäre schön. Eure Titel sind in alle Welt gegangen. Ich glaube, Hey Jude ist 1500 Mal gecovert worden. Wie erklärst du dir das, dass, wenn man heute Hits hört, dass die meist von Leuten sind eurer Generation? Ich kann es eigentlich gar nicht erklären. Ich bin nur glücklich, dass unsere Musik noch so erfolgreich ist, dass unsere Musik noch überlebt, auch heutzutage noch beliebt ist. Die Leute von meiner Generation waren vielleicht etwas versierter, sie haben mehr Praxis dabei, sie haben mehr Erfahrung, wenn es um die Musik geht. Aber das, was die Jungen machen, das gefällt mir auch. Ja, klar. Aber es hat natürlich mit dem Ursprung, die Melodien sind eigentlich wahrscheinlich nicht so einfach zu erfinden. Das denken wir vielleicht heute, ja, aber in 20 Jahren denken wir vielleicht anders, wer weiß. Ich glaube, dass es recht gute Songwriter gibt, recht gute Komponisten. Sie sind vielleicht genauso gut wie wir. Ja, du bist gerade dabei, dich darum zu kümmern. Du bist gerade dabei, ein internationales, ich nenne das mal Pop-Institut zu gründen. Kannst du das bitte mal erklären? Ja. Ja, gerne. Meine alte Schule, wo ich früher mal war in Liverpool, da war ich vor einiger Zeit wieder. Ich habe also da einen Besuch abgestattet. Das ganze Gebäude ist jetzt nur noch Ruinen sozusagen und ich war ganz traurig. Ich habe deswegen die Idee gehabt, dass man hier eine neue Akademie, eine neue Schule draus macht, eben für junge Künstler. Junge Menschen aus dieser Gegend und auch von anderswoher sollen die Möglichkeit haben, hier was zu lernen, als Künstler, als Pop-Artisten eben groß zu werden. 1995 wollen wir die Schule aufmachen. Du musst herkommen. Gerne. Du musst hinkommen. Sehr gerne. Als Student. Habt ihr das gehört? Vielen Dank. Wird das in Deutschland sein? Gibt es eine Dependance in Deutschland? Nein, die Deutschen werden zu uns rüberkommen, nach Liverpool. Katharine wollte sowas Ähnliches machen, also wir drücken weiter in die Daumen. Jetzt kommen wir zur Wette, Paul. Yes, sir. Jawohl. Würden Sie bitte mit mir mitkommen? Ja. Okay, Mann. Ja. Gut, wir gehen jetzt hier rüber an einen Geldschrank. Hast du einen Geldschrank zu Hause? Nein. Nein? Nein. Was machst du mit deinem Geld? Hast du dabei? Ich habe so eine Tasche. Kannst du das bitte halten? Ja, ja. Das ist ein richtig großer Panzerschrank. Ja. Sowas hast du schon mal gesehen, so ein Riesending. Ja, ja. Jetzt möchte ich dir bitte die Wette erklären. Sei es bitte so lieb. Genau. Die Wette erklären. Es geht darum, dass drei pfiffige Jungs dieses Ding öffnen wollen. In 6 Minuten. Das ist nicht schwer. Ja. Jetzt wird es aber schwer. Die wollen das mit einem Gabelstapler tun. Ohne Zuhilfenahme der Hände oder irgendwas mit einem Gabelstapler. Kannst du mir etwas assistieren? Wir machen den erstmal auf. Ja, ja. Wir zeigen mal, wie kompliziert das ist. Es ist also alles Millimeterarbeit. Aha. Man muss jetzt also nach links drehen, einmal 50. Das werde ich jetzt machen. Hoffentlich zitter ich nicht zu sehr.